sind da jetzt 16 tote Menschen drin? Nein, da sollten eigentlich keine Toten drin sein. Hier ist zum Beispiel Leber, hier ist Hirn. Dieser Frau ist von hinten der Schädel eingeschlagen worden. Und ich liege tatsächlich falsch. Hier sollte eigentlich keiner drin liegen, hier liegt aber schon einer drin. Mein Name ist Michael Zokos, ich bin Professor für Rechtsmedizin, also wenn man es genau nimmt, Professor Dr. Michael Zokos. Ich bin Facharzt für Rechtsmedizin und Direktor zweier rechtsmedizinischer Institute in Berlin. Und ich habe mir heute mal den Aaron geholt, der Hallo. Hier mal reinschnuppert. Ja, ich bin selten so aufgeregt vom Dreh. Ja, aber du wärst ja auch fast woanders hin, nicht? Du wolltest ja in die Pathologie. Ja, wo ist denn da der Unterschied? Zu einem Hirni wie ich, Pathologie, ja. Rechtsmedizin? Ich hätte ihn fast wieder weggeschickt, weil ich gesagt habe, hier ist keine Pathologie. Wir Rechtsmediziner machen was ganz anderes als Pathologen, das wissen immer alle nicht. Rechtsmediziner untersucht nicht natürliche Todesfälle im Auftrag der Staatsanwaltschaft. Und Pathologen untersuchen natürliche Todesfälle, die sich in Krankenhäusern ereignet haben, also für medizinische Qualitätskontrolle. Und wir untersuchen immer, ob irgendjemand nachgeholfen hat. Also das heißt, wir sind in Berlin, wenn meine netten Kollegen der Berliner Polizei sagen, Mensch, das sieht aber komisch aus, dann klingelt's hier. Dann geht's zum Zokos, ja. Ja. Und wir, hier ist ein schönes Büro, aber wir gehen jetzt runter, wo gearbeitet wird. Wir gucken jetzt mal an den Arbeitsplatz und ich hoffe, du hast ein bisschen was gegessen. Und fühlst ich habe heute ordentlich gegessen. Gut, Aaron, ne? McDonald's mit da. Also, Aaron, du siehst, hier sind alle Türen verschlossen. Das heißt, du als Praktikant hättest hier gar keine Chance, irgendwo reinzukommen. Aber wieso? Weil man muss ja sagen, so die Leute, die hier sind, können nicht mehr wegrennen. Das ist richtig. Aber es könnten natürlich auch Leute rein, die sich gerne mal eine Ermittlungsakte oder ein Asservat holen wollen. Und das wollen wir nicht so gerne. So, okay. Einmal hier lang, die nächste Tür. Ja. So, jetzt sind wir auf dem Weg zum Sektionssaal. Und zwar ist das hier die forensische Toxikologie. Eine Abteilung, da können wir hier kurz reingucken. Hier wird zwar gerade ein Gerät gewartet, aber das könnt ihr mal reinfilmen. Wo wir eben Asservate untersuchen, die wir von Obduktionen haben. Das heißt also Herzblut, Venenblut, Mageninhalt, wenn wir eben auf eine Vergiftung untersuchen wollen. Wir gucken nochmal weiter. Hier ist jetzt nicht so ganz. Aber ganz kurz, also wir hatten ja letztens diesen russischen Kollegen da, der vergiftet wurde. In so einer Maschine wird gecheckt, ob da irgendwas drin ist. Genau. Ah, okay. Sowas, also der russische Kollege nun gerade nicht, aber als Beispiel, ja. Das sind Gaschromatographen und Flüssigkeitschromatographen, Massenspektrometrie, alles hochtechnisiert. Das ist eben nicht mehr so, dass irgendwo jemand jetzt mit einem Eppendorf-Röhrchen steht. Das heißt, ich kann dich jetzt nicht wie, das hätten wir vielleicht vor 20 Jahren gemacht, hätte ich dich dahingestellt. An macht man nicht Abzug mehr. Und ein bisschen schwenken, das macht man nicht mehr, sondern das wird jetzt eben alles tatsächlich vollautomatisch untersucht. Ich bin ja immer so einer, der natürlich auch nachfragt, das ist ja krasse Technik. Ja. Wenn ich jetzt sage, Mensch, das hätte ich gern für zu Hause. Professor, was muss ich auf den Tisch legen? Na, dann bringen wir 100.000 mit. Und für die Maschine, die da rechts steht, die liegt dann so bei über 300.000. Ja, oder ich such mir ein anderes Hobby wie Lego. Guck mal, hier, da sind wir schon mal jetzt auf dem Weg in den Sektionssaal. Was wir auch gleich sehen werden, ist der Computertomograph. Wir untersuchen einen Großteil der Verstorbenen computertomografisch. Das ist ein Gerät, das wir ja gleich sehen, das ist nichts anderes als in der orthopädischen oder in der chirurgischen Praxis oder Klinik. Was wir hier sehen, das ist eine Art der wissenschaftlichen Darstellung, ein Poster. Auf Kongressen halten wir entweder Vorträge, ja, wenn wir neue Erkenntnisse bringen, oder es werden eben Posterausstellungen gemacht. Und hier sehen wir jetzt diesen Fall Buried in a Suitcase. Das heißt also, hier wurde ein Mordopfer in einem Koffer vergraben. Und das Irre daran war, dass wir diesen Koffer einmal komplett, ehe wir ihn geöffnet haben, durchs CT gefahren haben. Und hier siehst du dann eben die verschiedenen Schnittbilder, auch die verschiedenen Dichtedarstellungen, jetzt hier eben nur das Skelett. Und hier haben wir tatsächlich, ehe wir den Koffer geöffnet haben, schon die Todesursache festgestellt. Du siehst hier den Schädelknochen und du siehst hier ein Fraktursystem. Das heißt, wenn ich dich jetzt mal nehme, ja, bitte. Dieser Frau ist
von hinten der Schädel eingeschlagen worden. Und das haben wir schon tatsächlich gesehen, ehe wir überhaupt den Koffer geöffnet haben. Oh, jetzt von hier auf gleich hat sich der Geruch doch verändert. Ja, wir hatten heute Morgen auch einen Ausfall der Klimaanlage. Oh. Das war gar nicht so schön. Das waren dann so Temperaturen, die so eher an so einen botanischen Garten, an ein Gewächshaus erinnerten. Und dann noch der Geruch, aber ist eigentlich fast wieder raus. Okay. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Ach, hier ist der, ich kenne das als MRT. Ja, das ist aber ein CT, ein Computertomograph. Okay. Mit dem wir eben knöcherne Verletzungen darstellen. Wir führen im Jahr in der Berliner Rechtsmedizin so etwa 2100 bis 2200 Obduktionen durch. Und etwa 200 bis 300 Verstorbene werden vorher computertomografisch untersucht. Das liegt daran, dass wir nicht alle untersuchen, dass wir gar nicht die Valenzen haben, diese ganzen Bilder, die ganzen Schnittbilder uns anzugucken, sondern wir haben da eben tatsächlich einen Katalog. Wann machen wir das? Verkehrsunfälle, wenn man eben zum Beispiel feststellen will, in welcher Höhe ist jemand angefahren worden von Pkw, wenn es da auch um das verursachende Fahrzeug geht. Kindliche Todesfälle, gerade bei Babys, Säuglingen, um zu gucken, handelt es sich um Schütteltrauma, handelt es sich um Verletzungen. Okay. Schütteltrauma können wir zum Beispiel auch darstellen mit einer Angiografie, das heißt also einer Darstellung des Gefäßsystems im Gehirn, im Kopf, beziehungsweise im Schädelinneren. Dann natürlich Stürze aus großer Höhe, Verkehrsunfälle, hatte ich schon gesagt, Arbeitsunfälle, all solche Dinge, wo eben knöcherne Verletzungen wichtig sind, um sie vor der Obduktion schon zu wissen. Und natürlich auch alle Schusstodesfälle. Dann müssen wir nicht ewig bei der Obduktion suchen, sondern wir wissen vorher schon, wo das Projektil ist oder wir wissen, ob es tatsächlich mit raus ist. Ach so, das heißt, wenn ich jetzt angeschossen werde, gehe ich erstmal und sterbe erstmal darüber und dann geht es einmal da durch, genau. Ah. Ich hatte auch schon mal einen Fall, da hat mir das CT bzw. die Untersuchung mich tatsächlich bewahrt vor schweren Verletzungen. Da hat ein Mann seiner Ehefrau in Kreuzberg den Kopf abgeschnitten und hat diesen Kopf dann vor seinen 5 Kindern und Nachbarn im Innenhof runterfallen lassen. Und wir haben dann die Frau und den Kopf untersucht und einmal vorher durchs CT geschoben. Und da fand sich eben an der Halswirbelsäule noch so eine lange Messerspitze, die abgebrochen war, die du aber von außen nicht sehen konntest. Die war drin. Das heißt, wenn ich da, ohne das zu wissen, präpariert hätte, hätte ich mich mit Sicherheit schwer verletzt an den Fingern. Meine Lieben, nicht wundern, wenn ich in dem Video eigentlich nur mein Maul halte und daneben stehe mit offenem Mund, weil ich bin ja Riesenfan. Dr. Zokos ist natürlich eine Koryphäe, der schreibt Bücher, mehrere, und ich habe die alle gelesen und deswegen habe ich so einen Fanboy-Moment und freue mich, dass er mir heute mal ein paar Sachen erzählt. Was ich mich jetzt noch zu dem CT frage, bin ja letztens umgeknickt, dicker Fuß, vielleicht was gebrochen und ewig kein Arzt und MRT-CT-Termin gekriegt. Nächstes Mal könnte ich anrufen und dann einmal durchgeschossen, du Aaron? Theoretisch ja, aber dann bist du völlig verstrahlt, weil wir natürlich bei unseren Patienten nicht auf Strahlung achten müssen und deshalb entsprechend hochgedreht haben. Und wir haben ja auch keine Bewegungsartefakte. Insofern können wir da wirklich die schärfsten Bilder überhaupt generieren, aber ich würde eben nicht raten, hier das bei uns zu machen. Okay. Ich würde es machen für dich, aber... Nee, dann gehe ich wieder zu meinem normalen Arzt. Dann warte ich eine Woche länger. Hier ist auch so eine bekannte Trage? Ja, also man würde sagen Bare. Bare ist das obendrauf. Ah, okay. Und Molle ist das untergestellt. Ich habe das neueste Buch gelesen. Ja. Und dadurch, dass die Leute immer dicker werden, wird es auch immer schwerer, den Beruf zu machen, oder? Ja, also wir haben da tatsächlich, ich kann dir gleich so ein paar Treppchen zeigen, wir haben so ein paar Sektionsassistenten, ein paar Damen, die sind eher so 1,40, 1,50. Und wenn dann da jemand mit 250 Kilo auf dem Tisch liegt, dann müssten die eigentlich über den Kopf sezieren. Und deshalb haben wir da so kleine Treppchen. Es ist aber tatsächlich was wir feststellen, dass die Leute immer schwerer werden, ja. Immer schwerer und immer, ja, volumiger eigentlich. Oh, hier gleich das Nächste. Wer kennt's nicht vom Tatort? Die klassischen Kühlfächer. Die klassischen Kühlfächer. Und jetzt ist die Frage, was ist da wirklich drin? Sind da jetzt 16 tote Menschen drin? Nein, da sollten eigentlich keine Toten drin sein, sondern Tox-Asservate für die Toxikologie. Das heißt also Herzblut, Venenblut, Mageninhalt, alles, was wir gesammelt haben. Und ich liege tatsächlich falsch. Hier sollte eigentlich keiner drin liegen, hier liegt aber schon einer drin. Hier liegt auch einer drin. Denn es ist gerade März. Aber hier. Da. Ja. Also da muss man ja wirklich sagen, Das sind eben diese Asservate. Das sind Muttis Stollen, oder? Also da drin habe ich mein Essen mit zur Schule genommen. Ja, aber das würdest du mit dem Behältnis jetzt nicht mehr machen. Hier ist zum Beispiel Leber. Hier ist Hirn. Das sind eben alles Dinge, die dann untersucht werden, die uns
Hinweise darauf geben können, ob jemand an einer Vergiftung gestorben ist. Und vor allen Dingen auch, ob er ein Gift oral, das heißt über den Mund aufgenommen hat, dann würden wir eine höhere Konzentration im Magen finden. Ah, okay. Ob es ihm gespritzt wurde, dann würden wir das im Venenblut finden. Das heißt, wir können also auch genau sagen, wie war der Applikationsweg. Wie oft wird denn jemand vergiftet? Also Vergiftung habe ich jetzt letztens einmal durch den Fall wieder öfter gelesen, aber sonst... Also Vergiftung ist für uns Rechtsmediziner eher so ein Sammelbegriff. Vergiftung zum Beispiel beim Suizid. Jemand schluckt ganz viele Schlaftabletten. Okay. Vergiftung, jemand ist im Krankenhaus, dort wird ein Narkosemittel überdosiert, Tabletten falsch gegeben. Also das ist so der Überbegriff. Es geht jetzt nicht um Mord. Also Giftmord. Ich gehe der Frau auf den Sack und sie macht mir Gift rein. Da passiert sowas noch oft? Nö, seltener. Nö. Aber ich meine, die Scheidungsgesetze in Deutschland sind auch liberaler als vor 40 Jahren. Insofern ist der Giftmord, der Witwenmord, nicht mehr so eher selten. Okay. Darf man das zeigen? Es ist halt ein wissenschaftliches Format, so ein Poster. Ne? Und wenn du den Kollegen eben entsprechende Befunde zeigst, hier jetzt in dem Fall eben suizidale Mundschüsse mittels Signalpistolen, also da hat dann, dann musst du es auch zeigen. Ja, das stimmt. Da hat jemand eine Pistole, mit der man auf dem Meer, wenn man so... Genau. Sich umgebracht. Genau, sich in den Mund geschossen und das sind sehr einzigartige Befunde. Aber wichtig ist sowas eben auch immer zu dokumentieren und auch wissenschaftlich zu publizieren, weil es eben sein kann, dass die Signalpistole nicht offensichtlich daneben liegt. So, und dann weißt du eben nicht, was das für eine Verletzung ist. Du weißt zwar, was das für eine Schussverletzung ist, aber nach was für einer Waffe sollen wir denn suchen? Im See oder sonst wo? Ah, okay. So, Bodypacking. Weißt du, was Bodypacking ist? Ja klar, also da hat jemand sich Drogen, oder? Genau. Runtergeschluckt. Genau. Wir sehen hier jetzt das Resultat. Der hatte endlos viele Bodypacks im Körper. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Die sind ungefähr 5 cm lang. Die werden in der Regel dann so mit Klebeband umwickelt. Manche also etwa so wie mein wie so 2 Finger aneinander. Ja, so, genau. Ja. So 2 Finger aneinander. Und davon 12 Stück. Ja, und manchmal nimmt man auch Fingerlinge. Wir hatten auch schon welche mit 40, 50. Und die Gefahr ist der Rekord. Weiß ich nicht, haben wir keine interne Statistik. Die Gefahr ist, wenn die aufgehen, dann gibt es natürlich eine Drogenvergiftung vom Feinsten. So ein Flash wird nicht lange überlebt, also eigentlich gar nicht. Sondern wenn du dann irgendwie 4, 5, 6 Gramm Kokain plötzlich im Darm hast, ohne Umhüllung, das geht natürlich sofort ins Blut. Und dann daran habe ich noch nie gedacht, dass so ein Lieferant, der die schluckt, wenn es platzt, Ende Gelände. Ganz oft. Das ist so der Klassiker, dass die entweder im Flieger, das sind ja meistens Flüge von Südamerika oder Asien, eben für über viele Stunden, dass die nach 10, 12 Stunden da Übelkeit entwickeln, akutes Abdomen, also Schmerzen, bewusstlos werden und sterben oder manchmal eben auch bei der Ankunft im Flughafen. Wir haben es auch schon gehabt, dass Leute dann eben nicht, diese Transporteure nicht zum Arzt gegangen sind. Normalerweise versuchen die dann mit Abführmitteln das am Zielflughafen wieder auszuscheiden. Und wenn es nicht rauskommt und sie schon erste Symptome haben, dass sie nicht zum Arzt gehen, weil sie eben Straftat begangen haben. Aber das ist dann in der Regel tödlich, also das überlebt man nicht. Todesfall? Todesfeststellung und Leichenschau auf hoher See, auch das sind so Randgebiete der Rechtsmedizin. Was machst du denn, wenn du keinen Arzt auf dem Schiff hast? Wie stellst du den Tod fest? Ich hab mich damit wie stellst du überhaupt den Tod fest? Ich würde jetzt, wenn du mich ehrlich fragst, ich glaube, ich bin zu dumm, einen Puls zu finden. Dafür, das kriege ich nie, also vielleicht dann auch in der Aufregung. Ich würde klassisch meinen Kopf und hören, ob ich das Herz schlagen höre. Okay, alles leider falsch. Das ist auch so dieser Kardinalfehler, der immer im Tatort oder in den Krimis gemacht wird, wenn da irgendwo einer liegt und der Kommissar kommt angerannt und hält dann mal so 2 Finger an die Halsschlagader, um zu gucken, ob noch Pulsschlag ist. Völlig sinnlos. Du kannst den Tod eben nur feststellen, wenn du eins der sicheren Todeszeichen hast, Totenstarre, Totenflecken oder Leichenfäulnis. Nur das ermächtigt dich oder berechtigt dich, Reanimationsmaßnahmen nicht einzuleiten oder fortzusetzen. So, denn wenn der Puls zentralisiert oder der Kreislauf zentralisiert ist, tastest du keinen Puls mehr. Da hat derjenige keinen Pulsschlag, der ist blass. Und du siehst gar nichts, aber du hast eben nicht die klassischen Todeszeichen, Totenflecken, Totenstarre. Aber wann kommen die Totenflecken? Nach ungefähr 20 Minuten treten die auf. Ach so, ich hätte jetzt gedacht so 3-4 Stunden. Nein, nach 20 Minuten. Todesstarre auch so, nach 15 Minuten geht's los. Dauert etwa 4 Stunden, bis sie sich richtig ausgebildet hat. Und die Fäulnis je nach Umgebungstemperatur. Da brauchst du natürlich ein bisschen höhere Temperaturen. Ja. Im warmen Sommer geht's schneller. Da liegt einer tot in der Wohnung und die Sonne scheint mal durchs Fenster. Okay, und dann lag schon mal jemand irgendwo in einem der Räume, der komplett voll war mit Mahn und allem. Ja, klar.
das haben wir ganz oft. Wir haben auch, schlimm ist aber nicht, dass die hier liegen voll mit Maden und hochgradig Fäulnis verändert, sondern schlimm ist dann meistens die Geschichte, die man dann vorhört, nämlich dass irgendwie die Untermieter gesagt haben, plötzlich wurde es hier so dunkel bei uns und dann haben wir einen Elektriker gerufen und der Elektriker hat dann die Glaslampe abgenommen und dann rieselten auf den endlos Maden und Käfer runter aus der Wohnung drüber. Oder nein. Was auch manchmal in den Ermittlungsakten steht, ist, dass die Untermieter eben festgestellt haben, dass die Fäulnisflüssigkeit durchtropft. Also es ist eigentlich wie ein Wasserschaden. Ja, wie ein Wasserschaden, aber ziemlich unangenehm zum Saubermachen. Postmortaler Genitalfraß durch einen Mischlingshund. Ja. Das heißt, wenn die Bilder, das sind schon, also der Kollege ist gestorben, einsam und hat einen Hund. Ja, der Hund. Und irgendwann hatte der Hund nichts mehr zu trinken und nichts mehr zu fressen. Und sucht sich dann naturgemäß die weichsten Körperteile und hat dann hier eben Hodensack und Penis abgefressen. Das ist auch spannend, das Gebiet, mit was machen Tiere nach dem Tod des Herrchens. Ich dachte so, Hunde legen sich daneben oder bellen um Hilfe. Ja, das wird immer gerne suggeriert. Nee, ganz gut ist, wenn die Toilettenschüssel nicht zu ist, dann können die nämlich noch längere Zeit immer trinken. Okay. Dann haben sie noch was zu trinken, aber irgendwann gehen sie tatsächlich ans Herrchen. Und ich kann mir vorstellen, dass da einige Hunde in Tierheimen sind, die auch schon mal ihr ehemaliges Herrchen verköstigt haben. Nicht? Oder das hat die Kollegin in Tierheim uns nicht erzählt, als wir da waren. Einmal rein. Genau. Machen wir mal ein bisschen Licht an hier. Ja. Ja. Okay, das kennt man aus dem Fernsehen und von überall. Das kennt man aus dem Fernsehen, ja. Funktional, klassisch, Sektionstisch. Aus Edelstahl, auch die Möbel drumherum aus Edelstahl, du siehst das alles muss sauber. Muss abwaschbar sein. Muss abwaschbar sein. Das gehört eben dazu, dass alles gereinigt wird, sauber gemacht wird. Natürlich einerseits aus Infektionsgefahr, aber auch damit man sich eben am Arbeitsplatz halt wohlfühlt. Und das ist jetzt der klassische Sektionstisch. Der Kopf liegt hier, die Füße liegen hier. Dann haben wir hier einiges an Werkzeug liegen. Ja. Hier kommt zum Beispiel der Kopf rauf. Ah, okay. Er ist so leicht erhöht. Das nennt man den Organtisch. Also ich bin jetzt so in mehreren, also ich kämpfe trotzdem gerade, so mein Kopf spielt natürlich frei durch die Bilder auch. Ich merke, bei Ihnen ist es wirklich Alltag. Wann geht der Arbeitstag los? Der Arbeitstag geht gegen 7 los. Wir machen jeden Morgen um 7.30 Uhr eine Frühbesprechung. Okay. Da besprechen wir alle Fälle des Vortages, die Fälle des Tages, die Anliegen, ob irgendwas in der Nacht los war im Dienst. Wir haben eben auch eine Dienstbereitschaft. Es ist nicht so, wie viele denken, naja, Rechtsmedizin, da ist um 16 Uhr Feierabend. Nicht? Die Patienten haben es ja nicht eilig. Nee, wir haben tatsächlich einen 24-Stunden-Bereitschaftsdienst, wo immer zwei Ärztinnen bzw. Ärzte erreichbar sind bzw. per Dienstplan eingeteilt und fahren dann auch zu Tatorten, um vor Ort erste Einschätzungen zu geben, ist das ein Suizid, ist das ein Tötungsdelikt. Mhm. Die Polizei will häufig wissen, nach was müssen wir denn suchen, nach was für einer Waffe, nach einem Messer, nach einem Schraubenzieher, nach einer Axt. Das ist verrückt, weil die Kollegen von der Polizei tun immer so, als wenn die alles selbst wissen. So, ja, hier, ja, passt schon. Also wir sind ja nicht mit allen, mit jedem Polizeibeamten unterwegs, sondern das sind dann schon die Mordkommissionen, das sind natürlich versierte Leute, aber manchmal ist es eben einfacher, dann Rechtsmediziner zu fragen, war das eine Axt oder eine Machete oder ein Schraubenzieher. Und wonach muss denn die Hundertschaft der umliegenden Grünanlage suchen? Und das erkennt, also mit jahrelanger Erfahrung erkennt man? Das erkennt man, ja. Da haben wir so ganz klare Kriterien, stumpfe Gewalt, halbscharfe Gewalt, scharfe Gewalt, wo wir eben ohne die Waffe zu kennen, allein an der Verletzung sagen können, es haben sie ein einschneidiges Messer, zweischneidiges Messer und eine Axt, das alles, ja. Schade, dass es Wetten das nicht mehr gibt. Ja, ne? Okay, wir waren hier beim Tisch, das ist super interessant alles. Das Kuriose ist, diese ganzen Gerätschaften kennt man irgendwie her aus dem alltäglichen Gebrauch. Ja, zumindest einige. Nicht? Also was wir hier haben, ist die Rippenschere. Die Rippen. Die erinnert dich an deinen Bolzenschneider, oder? Ja, genau. Fahrradcode vergessen, zack, auf. Ja, also damit werden eben die Rippen eröffnet im Bereich der Knorpel-Knochengrenze. Okay. Und dann wird das ganze Brustbein rausgenommen, damit man eben an Lunge, Herz und die anderen inneren Organe. Also wenn ich hier liege, schneidet man mir hier die Rippen auf und nimmt das wie ein Deckel ab. Genau, erstmal wird ein großer Körperlängsschnitt, wie wir es nennen, gemacht. Ein Körperlängsschnitt? Ein großer Körperlängsschnitt mit so einem Messer hier. Das heißt einmal von hier bis zum Bauchnabel runter. Und dann präpariert man eben seitlich
das untere Fettgewebe weg und dann fallen die großen Hautlappen zur Seite und dann liegt das Brustbein mit den Rippen frei und dann kommt eben diese Rippenschere. Jetzt muss ich mal kurz fragen, für diesen Schnitt, um dass ich mich aufhalte wie ein Buch, wie doll muss man das schneiden? Nicht doll, das ist ähnlich wie mit einem Steak, wenn du einen Steak oder ein rohes Stück Fleisch schneidest. Ja. Okay. Gut, wir haben manchmal auch mumifizierte Leichen, dann ist die Haut tatsächlich lederartig verhärtet. Da kenne ich auch Fälle, da muss man tatsächlich mit der Bandsäge ran. Ach! Ja. Also, so ähnlich wie im Haushalt, ne? Dann sind hier eben verschiedene Maßbecher. Hier muss auch irgendwo noch eine Schöpfkelle rumliegen. Da also, liegt sie. Ja, da, hier da ist die Schöpf... Also das heißt, wenn ich jetzt den Körper geöffnet habe, dann entnehme ich das Herz, schöpfe Herzblut raus, sammle das hier drin. Einmal wichtig für mich, Orientierung, ist das viel Blut oder nicht? Wenn es wenig ist, ist er vielleicht verblutet. Das mache ich aber nur nicht nur daran fest, sondern auch an der Ausprägung der Leichenflecken und ob die anderen inneren Organe blutreich sind. Dann kann ich eben Mageninhalt abschöpfen für die Toxikologie. Oder wenn ich einen Erguss habe oder irgendwelche anderen freien Flüssigkeiten im Körper, dann werden die eben hier auch gesammelt und später dann eben in die kleinen Gläschen, die wir gesehen haben, die da schon bereitstehen. Ne? Ah, okay. Am Ende ist es eine sehr hochwertige Küchen. Naja, also was du in deiner Küche wahrscheinlich nicht hast, ist das hier. Ein Dura-Spatel. Siehst du jetzt den Hammer nicht? Da haben wir so einen sehr massiven Hammer, mit dem du dann raufhaust, wenn das Knöchelschädeldach mit dieser Säge aufgesägt ist. Und dann knackst du einmal rum und ziehst es ab, das Knöchelschädeldach. Das heißt also hier dieses obere Stück. Ach, da gehst du mit, da gehen sie mit der Säge rum. Mhm. Und dann ist es aber immer noch... Ja, vorher habe ich die Kopfhaut hier einmal aufgeschnitten und nach vorne gezogen. Ne? Das ist wie so eine Badekappe. Ja. Skalpierung oder Badekappe. Okay. Dann säge ich das mit der Knochensäge auf und nachher gehe ich da rein und knack einmal auf und kann das Knochenschädeldach abheben. Und hiermit kratze ich die harte Hirnhaut raus. Also sowas hast du nicht in der Küche, ne? Nee, was ist das für ein Geräusch, wenn ein Kopf knackt oder wenn man einen Kopf aufsägt? Kein schönes Geräusch für jemand, der noch nie dabei war. Nicht? Das ist eher so ein kreischendes Geräusch. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie das Geräusch, wenn du einen Gips aufsägst. Das Schlimmste ist eigentlich der Moment, das sagen wir mal alle, die das noch nie gesehen haben, wenn die Kopfschwarte mit so einem schlürfenden Geräusch nach vorne gezogen wird. Kann ich mir vorstellen. Was ich hier unten noch sehe, weil ich bin auch so, hier ist extra ein Abfluss, falls es mal eine Sauerei gibt. Da ist extra ein Abfluss. Ich will dir noch was anderes zeigen, weil du gerade auf dem Boden zeigst. Jetzt frage ich dich, was ist das hier? Ich sage dir gleich, es ist kein Abfluss. Auch wenn hier das so aussieht mit dem Sieb, das ist eine Madenrinne. Wir haben ja hier ganz oft Leichen, die wirklich mit Tausenden von Maden voll sind. Und wenn diese Rinne nicht da wäre, hätten wir die kleinen Viecher im ganzen Haus. Das kennst du vielleicht vom Angeln. Wenn du die Kiste mal, das Döschen mal offen lässt, dann sind die sofort weg auf dem Steg und überall rum. Und die würden hier einmal rum und überall hin. Und dann hätten wir in den nächsten Tagen ziemlich viel Fliegen überall. Und deshalb sind diese Madenrinnen, dass die da reinfallen. Und dann werden die regelmäßig ausgesammelt. Also das heißt dann wirklich nach, wenn da so eine Leiche ist, die viel madig war, heißt es zu guter Letzt Madenrinne sauber machen. Ja, genau, das ist dann der letzte Akt. Okay. Die Dusche, da wird natürlich einmal vorher nass gemacht, der Tisch. Dann kannst du nämlich den Leichnam besser schieben und ziehen, wenn du ihn auf den Tisch hebst. Ah, okay. Und dann einmal ranziehen. Und dann wird natürlich nachher der Leichnam tatsächlich wieder sauber gemacht. Es werden alle Organe wieder in den Körper zurückgebracht. Okay. Das heißt, es gibt jetzt nicht irgendwie wie in der Klinik irgendwie Sondermüll oder Abfall, wo dann in schwarzen Tonnen die Organe entsorgt werden, sondern bei uns kommen sie alle wieder rein, die Organe. Das hat nämlich den Grund, dass vielleicht irgendjemand sagt, das glaube ich nicht, was die da in Berlin in der Rechtsmedizin rausgefunden haben. Ich möchte nochmal eine Obduktion machen. Und deshalb kannst du dann eben, das haben wir auch schon oft gemacht, du kannst tatsächlich dann, du hast zwar nicht mehr die Organe in originärer Lage, aber du kannst eben feststellen, ob jemand oder ob die Diagnose richtig ist, die ersten Obduzenten durchgeführt haben. Was war das Skurrilste, was man in einem Menschen gefunden hat? Na, wir haben es schon ein paar Mal gehabt, wenn er aus der Pathologie kam, eben tatsächlich aus der Pathologie, dass da Holzwolle drin war. Ne? Warum? Ja, weil die das ausgestopft haben einfach. Die haben die Organe in schwarzen Tonnen entsorgt und den Rest mit Holzwolle ausgestopft. Okay. Was haben wir hier noch? Maßband ist ganz wichtig, um eben
festzustellen, was weiß ich, eine Schussverletzung so und so viel Zentimeter weg von der Mittellinie oder oberhalb, unterhalb der Brustwarze, um eben Orientierungspunkte zu haben. Ah, okay. Das wird natürlich auch alles fotografiert und du kannst auch mit einem CT einen Oberflächenscan machen. Das gehört aber auch dazu, dass auch jede Verletzung detailliert ausgemessen wird, auch wenn der jetzt hier liegt. Dann hast du so einen langen Maßstab und dann sagst du, zwei Schussverletzungen, 1,40 Meter und 1,28 Meter oberhalb Fußsohlenniveau für die Rekonstruktion, wo stand der Schütze, all solche Sachen. Das muss also alles dokumentiert werden. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns das angucken und dann irgendwie am Ende zwei, drei Zeilen abgeben, sondern so ein Sektionsprotokoll hat tatsächlich dann nachher 15 bis 20 Seiten. Ich habe mal in einem der Bücher gelesen, man macht aber wirklich wie im Film Diktiergerät an. Genau. Und fängt dann an zu brabbeln und macht alles. Kann sein, dass da hinten der Kollege gerade den Kopf aufbohrt. Und dann wird es ein bisschen lauter, muss man lauter sprechen oder nochmal, ja. Und dann gibt es irgendwelche netten Praktikanten, die das abtippen. Nee, das war früher so. Es gibt Sekretärinnen, die es abtippen und ein Großteil diktiert mittlerweile digital. Ah. Das heißt, da hast du so ein Spracherkennungsprogramm, was das dann aufschreibt. Auch wieder die Technik. Ach, guck mal, da liegt gerade eine Made. Ne? Vielleicht kann die Kamera die nochmal, die haut da gerade ab. Diese ist aber auch sauschnell. Die ist richtig schnell, ja, ja. Wir sind ja jetzt so fast mit dem Rundgang hier im Raum durch. Wie ist denn das eigentlich, wenn jetzt eine Leiche kommt, wo eine Stichverletzung ist? Dann sagt man ja, geil, okay, da ist die Stichverletzung, Feierabend. Oder? Also, nee, so einfach ist es nicht. Schade. Das Ganze läuft nach den Standards der Strafprozessordnung, wo eben drin steht, dass alle drei Körperhöhlen geöffnet werden müssen. Das heißt Kopfhöhle, Brusthöhle, Bauchhöhle. Und du kannst jetzt auch zum Beispiel nicht aufhören, wenn du feststellst, da hat einer einen Herzinfarkt. Dann lasse ich das Gehirn drin. Nee, das geht nicht. Nach Strafprozessordnung müssen alle drei Körperhöhlen geöffnet werden, alles untersucht werden und dann eben, wie wir es sagen, die Zusammenschau der Befunde. Das ist gerade zum Beispiel auch bei Verkehrsunfällen wichtig. Da stellst du zum Beispiel fest, jemand hat meinetwegen eine Leberruptur oder irgendwelche Bauchverletzungen durch einen Aufprall als Fahrer, weil er vielleicht nicht angeschnallt war. Aber vielleicht hat er ja einen Schlaganfall gehabt. Das heißt, du musst das Gehirn untersuchen, weil das vielleicht die Unfallursache ist. Also das spielt alles zusammen. Also immer wirklich, wenn, 100% von A bis Z. Alles, ja. Was ich mich auch frage, natürlich, wir haben jetzt über das Gehirn geredet. Ab und an ist ja auch so Kopfschuss, da fliegt das Gehirn rum. Wie sammelt man es am Tatort ein? Wie macht man es, also wenn jetzt da eine Leiche liegt mit Gehirn, schiebe ich das wieder in den Kopf rein, dass es der Abtransporter mitnimmt? Nee, es wird natürlich erstmal alles fotografisch dokumentiert, wo liegt was. Und dann wird eingesammelt tatsächlich in extra Behälter, manchmal auch in den Leichensack mit rein. Problematisch wird es dann, wenn du mehrere Verletzte mit schweren Verletzungen hast und verschiedene Organe, Arme. Wem gehört welches Gehirn? Wem gehört was, ja. Um das dann zuzuordnen, das machen wir da aber im Sektionssaal. Also das heißt jetzt ein Unfall, da liegen zwei Gehirne rum und so dicht beieinander? Ihr kriegt raus, wem welches gehört. Genau, da gucken wir, wo es am besten reinpasst. Also bei mir und Marvin würde man erkennen, meins ist größer, seins ist kleiner. Genau, da würden wir einfach gucken, wo es besser reinpasst. Ja. Nein, natürlich nicht. Das machen wir, ich frage mich gerade, wie man das macht. Nein, das würde man mit DNA untersuchen. Ah, okay. So, das ist auch zum Beispiel was nach 9/11 die amerikanischen Kollegen ja über Jahre gemacht haben. Die hatten ja Zehntausende von kleinsten Gewebestücken und Körperteilen. Das würde man dann über DNA machen, denn du willst natürlich dann auch nach unseren Untersuchungen den Angehörigen den Körper wiedergeben. Du willst, oder die wollen sicher sein, dass es auch wirklich der Sohn, der Bruder oder wer auch immer ist, den sie beerdigen und den sie übergeben kriegen. Und da musst du eben das entsprechend untersuchen und auftrennen. So, das war jetzt hier der Arbeitsplatz. Mhm. Und ich weiß, dass es hier noch eine Abteilung gibt mit sehr kuriosen Fällen. Kann man kurios sagen? Ja. Ich habe die ganze Zeit Probleme, ab wann ist es nicht mehr höflich genug oder die Nettigkeit, ich weiß nicht mal, wie ich das ausdrücke, der Respekt, weil man hat ja jeden Tag mit dem Tod zu tun. Dann haue ich auf die Finger, wenn das nicht mehr respektvoll ist. Okay. So, aber bisher sind wir das, glaube ich. Also du siehst ja, dass ich auch eine lockere Art habe. Ja. Man muss auch tatsächlich, wenn man in diesem Job arbeitet, man darf kein Spaßvogel sein, aber man darf auch nicht irgendwie so ein depressiver, trauernder Mensch sein. Natürlich weiß ich, dass das alles Tragödien sind, dass Menschen ihre Angehörigen verloren haben, aber das ist hier unser Arbeitsplatz. So, und da muss auch mal gute Laune erlaubt sein, aber man muss eben, wie du schon sagst, mit dem nötigen Respekt für die Toten damit umgehen und immer im Bewusstsein, dass da Menschen sind, die jemanden verloren haben. Ach guck mal, hier ist aber auch wieder eine Mahnluke. Mhm, genau. So, hier sind wir jetzt bei den Exponaten. Ist das genau, also okay. Wir haben 2008 mal eine Ausstellung gemacht vom Tatort ins Labor.
Und vor ein, zwei Jahren noch mal eine, die hieß Hieb und Stich, und zwar zusammen mit dem Medizinhistorischen Museum. Der muss ja irgendwie bezeichnet sein. Aus dem Flyer das war, da fand auch regen Zuspruch bei den Berlinern. Also das waren die bestbesuchten Ausstellungen im Medizinhistorischen Museum. Aber das ist und ja auch dem Leute, finde ich, doch interessant. Klar, es ist ja auch wie spannend. Wie viele kommen an und erzählen Sie mal. Genau, genau. Und das sind eben so einige Stücke aus unserer Sammlung. Wir haben noch ganz viel unten im Keller, das können wir uns ein andermal angucken. Ja. Aber das sind so ein paar Exponate, die wir dann eben da auch gezeigt haben. Zum Frage Beispiel, Nummer 1, ja, ist das eine echte Hand? Das ist eine echte Hand und das, was du da siehst, sind Überreste von Insekten, Ausscheidungen von Käfern, ein bisschen Reste von Weichgewebe. Das ist eben eine skelettierte Hand. Hier sind so verschiedene Fliegen und andere Insekten. Kann man anhand der Fliegen irgendwas lesen? Kann man sagen, oh, die Fliegen sind jetzt dick, die fressen hier schon eine Woche? Also, wenn du Marc Benecke heißt, dann kannst du alles raus ablesen. Ich kann das nicht, aber es gibt Spezialisten, die das können. Aber man muss mal dazu ganz klar sagen, über die forensische Entomologie, wie man das nennt, also das heißt die kriminalbiologische Todeszeitbestimmung, nähern wir uns eigentlich fast nie. Das ist viel genauer, wenn du weißt, wann war der das letzte Mal im Internet, wann ist sein Toastbrot vergammelt, wann hat er das letzte Mal seinen Fernseher eingeschaltet, da kommst du viel näher an die Todeszeit ran als hiermit. Das ist wirklich Spezialfällen vorbehalten. Was wir zum Beispiel machen, wenn du diesen Zustand hast von einem Menschen, das heißt, der ist überwiegend skelettiert, da sind gar keine inneren Organe mehr, aber du hast noch tote Fliegen, tote Insekten, dann sammeln wir die ab und untersuchen die toxikologisch. Warum? Weil die vom Leichnam gefressen haben, am Leichnam. Und wenn der jetzt zum Beispiel irgendwelche Herzmedikamente eingenommen hat, irgendwelche Psychopharmaka, können wir die Substanz in den Insekten nachweisen und dann haben wir einen Hinweis auf die Identität. Das heißt, die Polizei hat einen Hinweis und das ist jemand, der hat meinetwegen ein Medikament XY verordnet bekommen, eingenommen, dann könnt ihr das eingrenzen. Das hier wurde schwimmend in entweder Havel oder Spree, nee, in der Müggelspree, wo das hier schwimmend gefunden und da haben alle nur gedacht, das wäre ein menschlicher Darm. So, und dann wurde das geborgen und wir haben das hier aufgeschnitten und haben dann diese 7 Wildschweinpföten da rausgeholt. Das heißt, da hat irgendein Jäger einfach das Wildschwein aufgebrochen und in See geworfen und das war schwanger und das war eben nicht der Darm, sondern die Gebärmutter. Verrückt. Oder auch, was ganz viel in Berlin gefunden wird, sind so alte Knochenfunde, Stahlhelme, auch noch Bodenfunde aus dem Zweiten Weltkrieg herrührend. Das sind alles Funde, die dabei waren bei den Knochen. Wir untersuchen dann tatsächlich die Knochen, um zu sagen, das sind jetzt Weltkriegsknochen oder es ist was Jüngeres. So, es kann natürlich sein, dass es sich auch um ein Tötungsdelikt aus den 70ern und 80ern handelt. Das heißt, wir untersuchen dann diese Knochen. Woran kriegt man das mit? Du kannst einmal natürlich gucken aufgrund der Zahnfüllung. Ob das aus welcher Zeit ist. Ah, klar. Allgemein natürlich an den Knochen was zur Liegezeit sagen. Du kannst auch natürlich anhand dieser Fundgegenstände, die dabei sind, Rückschlüsse ziehen. Dann gibt es natürlich auch ganz klare kriminalistische Sachen, wenn jetzt irgendwo ein Leichnam gefunden wird oder ein Skelett gefunden wird und das liegt jetzt auf irgendwelchen Stromkabeln oder Wasserrohren, die in den 70er Jahren gelegt wurden, dann ist es nicht aus welcher Zeit, Aaron? Aus den 60ern. Richtig. Ja, das ist aber, auf was man alles kommen muss. Ja, ja. Wo ich da jetzt, wir sind ja so für heute durchgefühlt. Gibt es den perfekten Mord? Also, wir können jetzt hier keine Anleitung zum perfekten Mord geben. Ich glaube, du warst auch nur hier, um das rauszuhören. Hast du irgendwie Probleme mit irgendjemandem? Mit oder? Miss Bella, die schreibt mir bei WhatsApp nicht zurück. Okay. Da bin ich schon sauer. Natürlich gibt es sicherlich irgendwo Gifte in irgendwelchen tropischen Urwäldern, die wir auch nicht nachweisen können. Okay. Aber an die musst du nun erstmal kommen. So. Amazon Prime Days. Ja, auch da wirst du es nicht finden. Also es gibt den perfekten Mord natürlich in dem Fall, wenn du keine Leiche hast. Das heißt, dann kann natürlich auch weder jemand nachweisen, dass der... Ja, das haben wir auch letztens gehabt. Da war ich auch als Sachverständiger in dem... Vielleicht war das auch die Mordlustfolge. Georgina Krüger, das Mädchen, was hier genau, 2005 oder 2006 verschwunden ist. Die Jüngere, die da in den Keller gebracht Leiche, wurde. Ja. Ja. Aber auch da ist natürlich durch akribische Ermittlungsarbeit tatsächlich ein Tatverdächtiger, der dann auch
als Täter verurteilt wurde, herausgefunden worden. Also in dem Fall, wo keiner weiß, ob jemand umgebracht wurde oder ob er überhaupt noch lebt, da kannst du natürlich auch kaum eine Mordanklage fahren. Natürlich okay. Bei einem kleinen Mädchen, was verschwunden ist, die ist nicht irgendwo weg. Aber wenn jetzt eine junge Frau Mitte 20 nach Südamerika fährt und vorher hier Stress mit irgendjemand hatte, dann ist sie vielleicht da einfach untergetaucht und hat ein neues Leben angefangen. Da kannst du nicht sagen, dass sie umgebracht wurde. Es kann aber auch sein, dass die bei einer Kanutour ertrunken ist. Also da ist alles okay. Möglich. Das heißt, wenn du keine Leiche hast, ist es schon mal schwierig, in Richtung einer Mordanklage zu gehen. Wie ist es insgesamt, so die Fragen, die mir auch da hinten schon im Kopf waren, wenn man jetzt da eine ältere Person drauf hat, die vielleicht natürlich Herzinfarkt oder so gestorben ist, geht man da emotional anders ran, als wenn es ein Kind ist, ein Teenager? Klar, klar. Also ich mache das jetzt nicht am Alter fest, sondern das Ganze drumherum ist natürlich mitentscheidend. Aber wenn da so ein 60 cm langes Bündel Kind oder Säugling auf so einem 2 Meter langen Stahltisch liegt, dann passt das nicht ins Bild, sondern da muss natürlich ein Erwachsener liegen. Und natürlich ist es für mich auch, ich will nicht sagen beruhigender, wenn es ein 80-Jähriger ist, auch der ist ein Verlust. Aber wenn es jemand ist, der noch sein ganzes Leben vor sich hatte und durch Gewalt oder durch einen Verkehrsunfall aus dem Leben gerissen wurde, ist es schon eine Tragik und das hat für mich auch eine andere Dimension. Ja. Kriegt man es irgendwie raus? Oder viele sagen ja, oh, ich kann es ablegen und gehe dann in den Feierabend, was ja wünschenswert ist. Funktioniert das überhaupt? Das kann ich, ja, das kann ich. Und ich glaube, nur wenn man das kann, dann behält man sich diese Objektivität und vor allen Dingen geht man auch nicht emotional da irgendwie vor die Hunde dabei. Das muss man können. Das heißt, wenn ich hier abends die Tür abschließe, war es das, dann zählt meine Familie, dann zählt Privatperson Michael Zokos und das, was hier passiert ist, bleibt hier. So, Aaron, wir sind durch für heute. Du bist durch für heute, Freunde. Sehe ich dir an. Mein Kopf ist so voll. Ich habe heute so viel beim Abendbrot zu erzählen. Ja, das glaube ich. Es ist unglaublich. Aber es gibt noch viel, viel mehr hier, oder? Viel, viel mehr. Ich denke, du solltest mal wiederkommen. Ich habe ja noch gar nicht richtig angefangen, dir was zu erzählen. Also, da sind noch so viele Geschichten, die das Leben schreibt. Man denkt, wir haben mit dem Tod zu tun, haben eigentlich mehr mit dem Leben. Aber da kommst du noch mal vorbei. Verrückt. Wenn ihr sagt, ey, komm, nächste Runde bitte natürlich liken, kommentieren mit Fragen. Das ist auch gerne, richtig. Auch ein paar Fragen. Dann kann ich die beim nächsten Mal stellen. Und wer sagt, boah, jetzt es kribbelt in den Fingern. Ich will morgen schon neuen Stoff haben. Das neue Buch. Zerrissen. Ja. Michael Zokos, mehrere Bücher. Also wer das verschlingt, kann noch, wie oft kann Bestseller? 15-facher Bestseller. Ich war bei Amazon Abteilung Biografie irgendwie Platz 1. Aber egal, ja. Glückwunsch dazu. Also kauft euch, Link ist in der Videobeschreibung. Und gerne alle Fragen in die Kommentare, weil ich komme auf jeden Fall nochmal her. Es war mir ein... Darf ich sagen, ist es trotzdem höflich? Es war mir ein Fest, weil es so interessant war. Darfst du gerne sagen. Freut mich sehr. Also, dann vielen Dank und ihr gerne. Daumen da lassen, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao. Hältst dich so weit zurück, dass du dich selber nicht gefährdest, dein Kameramann nicht gefährdest und uns nicht im Weg stehst. Okay. Regel Nummer 1, Aaron vor Timo.